Wir sind jetzt in der Mitte des Maya-Kalenders angekommen, im Zentrum. Die Spiegelwelle endet und morgen beginnt bereits eine meiner Lieblingswellen, die des göttlichen Kindes. Und dieses Kind hat wie alle anderen Kinder auch einen sehr wertvollen Ratschlag für uns. Wenn wir diese Welt verändern wollen und wenn wir ins goldene Zeitalter oder in das Paradies wollen, dann geht das nur über das Spielen, also die Entscheidung zu treffen, zu spielen, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Keine Verpflichtung mehr, keine falschen Kompromisse, sondern nur noch dem Herzensspiel folgen und der Freude. Das ist der Schlüssel, mit dem wir die Tür zum Paradies öffnen können. Und wir dürfen das jetzt üben, in den kommenden 2 Wochen. Spiele mit Freude, egal, was im Außen los ist. Wir können immer spielen, überall und jederzeit. Und ich wünsche uns allen ganz viel Freude dabei.